Ja, Stefan, servus. Grüß dich. Du schaust schon ganz schön motiviert aus. Ja, du, muss ja wohl. Ich habe da am Start hier mal deine Zeiten und am Flo Neuschwander seine gesehen. Da habe ich mir überlegt, da werde ich wahrscheinlich bis heute Nacht da trainieren. Aber wir haben ja Gott sei Dank hier diesen einen Kilometer rund um den SAP-Garten, die Trainingsstrecke. Das ist mein Tipp an die, die auch mitlaufen am 8. Mai beim Wings for Life World Run. Denn es ist eine schöne Strecke und man kann auch schauen, da gibt es verschiedene Positionen, wo man vorbeikommt, was an Neuigkeiten gibt im Garten, weil da passiert gerade die letzten Wochen eine ganze Menge. Das brauchen wir bloß noch, weil dann kann man nicht mehr loslaufen. Hast du mit dem Flo was ausgemacht? Ja, der wollte eigentlich kommen, aber ich kann mal schnell anrufen. Rufen wir doch mal an, weil dann würde ich gleich sagen, starten wir die erste Testrunde oder mal. Hey Flo, habe ich die Ehre. Wo bleibst du denn? Servus Leute, ich schaff's heute leider nicht zum SAP-Garten. Ich bin mitten im Training, wie man sieht. Ja, lauft ihr die Strecke doch einfach schon mal warm. Wir sehen uns dann spätestens am 8. Mai beim Wings for Life World Run im Olympiapark. Peace, euer Flo. Ja, dann laufen wir schon mal los. Du hörst uns wahrscheinlich her. Ey. Mach's gut, servus. Davon geh ich aus, dass uns der da packen wir's, oder? Auf geht's. Was ist mit der Ernährung vorher? Was macht ihr vorher? Da laufen sie um eins. Ja. Es war kurz Frühstück, aber nichts zu Spaß. Hier ist dann oft vielleicht so Haferflocken oder sowas. Ja. Und ja, kurz vorm Lauf vielleicht nochmal einen Schluck Red Bull, ein bisschen Energiekick. So, also trainieren kann man hier, aber nach dem Trainieren ist wichtig, dass ihr euch anmeldet. 8. Mai. Wings for Life World Run, zum einen virtuell, aber viel besser natürlich noch live hier im München Olympiapark. Meldet euch an und seid mit dabei. Ja, und wer Lust hat, kann ja auch unserer Gruppe beitreten. Wir haben ein Team erstellt, IHC Red Bull München. Wir würden uns riesig freuen, wenn ihr dabei seid. Und wir sehen uns dann am 8. Mai beim Wings for Life World Run.